Freunde der Leichtunterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der eine oder andere von euch wird sich wahrscheinlich daran erinnern können, beziehungsweise hat es vielleicht mitbekommen. Ich war Ende des letzten Jahres von Foto Köster im Auftrag in der Türkei. Und zwar bei einem wirklich für mich sehr spektakulären Event von Sony. Dort wurde die neue Alpha 9 Mark III vorgestellt. Und ja, ich hatte natürlich den ersten Einblick und den ersten Erfahrungsbericht, sag ich mal. Aber mehr oder weniger so richtig die Kamera kennenlernen konnte ich nicht. Jetzt habe ich sie nochmal bekommen für eine Woche und ich durfte sie testen. Und was ich zu dieser Kamera sagen kann und wie gut sie sich schlägt im Alltag, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Viel Spaß! Die Sony Alpha 9 Mark III ist Sonys neues Topmodell. Neuer Sensor, neuer Look und auch eine neue Haptik. Sie ist extrem, wirklich extrem gut verarbeitet, welches man allerdings für den Preis von, haltet euch fest, 6.999 Euro auch erwarten kann. Und das nur für diesen Buddy. Da fehlt noch ein Objektiv. Das kann teuer werden. Anders als zum Beispiel bei der 7er Reihe von den Sony-Modellen hat die Alpha 9 hier oben links auf der Schulter ein zweites Walrad. Hier lassen sich der Fokusmodus und der Aufnahmemodus einstellen. Bei letzterem kann man so leicht zwischen Serienbildern und dem Selbstauslöser oder aber sogar dem Bracketing wählen. Stelle ich dieses Rädchen hier oben auf dieses kleine Sternchen, was man hier sieht, dann kann ich sozusagen alle Einstellungen vom Menü übernehmen und nicht mich an die vorgegebenen Dinge hier halten, die da eingraviert sind. Aus den neueren Kameramodellen von Sony hat auch die Alpha 9 Mark III die AI- und die KI-Funktion geerbt. Der wirkliche Beginn der neuen Kamera-Ära schafft sie allerdings mit einer Neuheit, die es so am Markt, zumindest in dieser Bauform, noch nicht gab. Und zwar einem globalen Verschluss, dem Global Shutter. Und dieser ist sogar bis zu 8 Stufen stabilisiert. Und wer sich jetzt fragt, was ein Global Shutter ist und welche Vorteile das mit sich bringt, dem kann ich sagen, eine ganze Menge. Anders als bei einem Rolling Shutter System, wie es bei allen anderen üblichen Kameras der Fall ist, liest der globale Shutter den Sensor nicht Zeile für Zeile von oben nach unten aus, sondern belichtet und liest diesen gleichzeitig aus. Dadurch kann die Kamera sich schnell bewegende Motive absolut verzerrungsfrei ablichten. Der neue 24,6 Megapixel XMOR CMOS Sensor ist auf Top-Level-Niveau und erzeugt schöne Fotos wie auch Videos. Und die zweite wirkliche Besonderheit bei dieser Kamera ist, dass sie 120 Bilder pro Sekunde aufnimmt im Fotobereich in voller Auflösung und das Ganze sogar Blackout-Free, also ohne, dass im Sucher zum Beispiel oder aber auch auf dem Display das Bild zwischendurch immer wieder schwarz wird. Das sieht dann etwa so aus, ich habe das mal versucht einzufangen für euch. Man bekommt hier lediglich einen kleinen Rahmen eingeblendet, der dann so ein bisschen vor sich hin und her zuckt, damit man hier überhaupt erkennt, dass das Bild ausgelöst wird. Darüber hinaus schafft die Alpha 9 Mark III diese 120 Bilder nicht nur in der vollen Auflösung, also mit 24,6 Megapixel und auch in RAW, sondern auch zeitgleich mit einem vollen AF-Tracking-System. Das heißt, alle meine 120 Bilder, die ich pro Sekunde schieße, werden zu 100% vom AF erkannt und verarbeitet. Das müssen die anderen Hersteller erstmal nachmachen. In Kombination aus der KI-Verarbeitungseinheit schafft man dann so eine sehr hohe Präzision und Zuverlässigkeit. Die KI-Einheit schafft es, den AF so anzusteuern, dass dieser die Bewegung des Menschen erkennen kann und so den AF an die richtige Position setzt, auch wenn das Gesicht von der Kamera weggedreht oder sogar verdeckt sein sollte. 759 AF-Fokuspunkte decken ca. 95,6% des Bildbereiches ab und schaffen so eine unbeschreibliche Treffgenauigkeit. Die KI erkennt darüber hinaus auch noch unterschiedliche Motive. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Menschen, Tiere, Vögel, Insekten, Autos, Züge und auch Flugzeuge. Wobei ich mich immer noch frage, was zum Geier ist der Unterschied zwischen Tieren und Vögeln? Ist das nicht alles irgendwie ein Tier? Also ja, das eine hat Beine, das andere hat Flügel, wobei der Vogel an sich hat auch Beine. Ich blicke da nicht durch. Wer übrigens weiß, warum das so gesplittet ist, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Die Erkennung und das Tracking lässt sich sogar noch individuell in der Kamera einstellen. So ist es zum Beispiel möglich, beim Vogel-AF zu bestimmen, ob er den Körper des Vogels, den Kopf des Vogels oder aber nur das Auge des Vogels als Ziel erkennen soll. Also, als ich das gesehen habe, da ist mir fast
was aus der Hose gefallen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine, also diese Technik heutzutage, ich finde das ja geil, ne? Ich finde es ja wirklich geil. Die typischen Fokusfelder, die man innerhalb der Sony-Kameras auswählen kann, hat Sony ebenfalls aufgebohrt. Diese wurden nämlich zahlreich erweitert und lassen sich sogar teilweise individuell einstellen. Wer jetzt hingeht und sich beschwert, dass irgendwelche Fokusfelder nicht so sind, wie man sie haben will, Leute, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Im Fotomodus erreicht die Alpha 9 Mark III eine Verschlusszeit von maximal einer 80.000stel. Ebenfalls neu in dieser Klasse. Und Sony hat zeitgleich zur Alpha 9 Mark III auch zwei Blitzer angekündigt, die dann auch diese sehr, sehr hohen bzw. sehr schnellen Verschlusszeiten bedienen können. Also auch dementsprechend vernünftig blitzen können. Durch diese hohe Geschwindigkeit in Kombination mit dem Global Shutter werden flimmerfreie Aufnahmen garantiert. Auch der Flashband-Effekt, der oft bei Pressefotografen Thema ist, wird somit ebenfalls beseitigt. Die Fotos, die ich mit der Alpha 9 Mark III gemacht habe, als ich in der Türkei war, die sahen natürlich super aus, denn ich hatte geiles Wetter, es war eine geile Kamera, da waren geile Weiber, also da waren teilweise sehr hübsche Frauen. Ach, egal. Aber hier in Münster sieht das wieder anders aus. Und ja, natürlich, klar. Es kommt natürlich immer darauf an, wo ich mich gerade befinde. Also in der Türkei, da war es einfach schön. Da gab es Palmen, da gab es Grün, da war Sonne, da war alles. Hier in Münster ist halt nichts. Da ist Regen, grau, alles ist schmodderig und bäh. Trotz alledem bin ich mal hier auch vor die Tür gegangen und habe ein paar Fotos gemacht. Gerade eben auch zum Thema Dynamikumfang. Denn man sagt, dass die Alpha 9 Mark III im Dynamikumfang ein bisschen einbußt. Denn der normale ISO-Bereich fängt nicht so an wie bei jeder anderen Kamera auch, sondern der startet hier bei der Alpha 9 Mark III bei 250. Und das soll tatsächlich zur Last des Dynamikumfangs gehen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass man, wenn man jetzt irgendwie Labortests macht, man hier einen Unterschied erkennt. Würde. Aber wer von uns hat ein Labor und wer von uns macht das? Also für uns ist es doch wichtig, wie schlägt sich die Kamera im Alltag? Und hier bin ich rausgegangen, habe zwei Fotos gemacht. Einmal hier von dieser Situation, wo ich diese Bäume fotografiert habe. Man sieht hier den Himmel, man erkennt auch noch eine leichte Wolkenstruktur, aber hier unten rechts säuft das Bild komplett ab, richtig dunkel, man erkennt ja irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Packe ich das Bild jetzt in Lightroom und bearbeite das nach, dann sehe ich hier, wow, ich bekomme sogar die Farben wieder dargestellt. Und ja, wenn ich hier mal reinzoome, ich finde, auflösungstechnisch und Bildartefakte oder Rauschen, Pixel oder wie auch immer, ich finde die Qualität hier nicht schlecht. Genauso hier auch beim zweiten Bild, auch hier eine ähnliche Situation, einmal der Himmel und dann hier dieses Gebäude, auch hier wieder unten in dem Bereich völlig ausgedunkelt, völlig am Absaufen, aber wenn ich hier das Ganze mit Lightroom bearbeite, liegt auch das Bild wieder richtig gut und auch hier muss ich sagen, das ist doch der Alltag, das ist doch das, was wir mit der Kamera jeden Tag machen wollen, das funktioniert doch. Also bitte, wer mir jetzt hier sagt, dass durch den 250er Basis-ISO-Wert der Dynamikumfang leidet, ach Freunde, nee, finde ich nicht. Also ich habe jetzt überhaupt nichts Störendes daran gefunden. Die Alpha 9 Mark III ist wirklich eine Kamera, die seinesgleichen sucht. Sie kann allerdings darüber hinaus nicht nur gute Fotos machen, sondern auch sehr, sehr gute Videos machen. Diese werden übrigens durch ein 6K Oversampling aufgenommen und dann in 4K ausgegeben. Das sorgt für ein wirklich schönes, gestochen, scharfes Videobild. Wie man das jetzt hier unschwer erkennen kann, halte ich die Kamera zwar nicht besonders ruhig, das war seinerzeit noch mit dem 300er, was gerade frisch von Sony vorgestellt wurde, aber man erkennt hier einfach die Qualität des Bildes. Ich finde das richtig klasse, auch hier bei den Boxern, da ist zwar der Autofokus nicht so hundertprozentig eingestellt, aber man erkennt einfach die Qualität des Bildes und dementsprechend hier eine sensationelle Leistung, was man mit dieser Kamera hinbekommt. Videoaufnahmen sind darüber hinaus wahlweise in 25 Frames, in 50 Frames oder in 100 Frames möglich, beziehungsweise für die Leute, die in NTSC aufnehmen, in 24, 30, 60 und 120. Und jetzt kommt der heiße Scheiß. Egal in welcher Framerate, in welcher Qualität oder was auch immer ich aufnehme, alle meine Aufnahmemodi haben keinen Crop. Ein Grund mehr, mir diese Kamera zu kaufen, beziehungsweise ich muss sie wahrscheinlich klauen. Und da ich gerade beim Thema klauen bin, also klauen bitte nicht, liebe Leute, klauen ist nicht gut, aber ich möchte mich an dieser Stelle einmal bedanken bei Fotoköster, denn durch die habe ich mal wieder die Möglichkeit bekommen, diese Kamera testen zu dürfen. Wer Fotoköster nicht kennen sollte, ja, der müsste eigentlich mal nach Münster kommen, wenn er nicht gerade schon aus Münster kommt generell. Schaut mal hier vorbei in unserer Innenstadt, die ist übrigens echt nicht schlecht und sehr, sehr schön. Und wenn man dann mal Google fragt, dann weiß man auch genau, wo die Köster-Filiale ist. Stiefelt da mal rein, die ist gerade ganz neu, die ist super, die Mitarbeiter sind nett. Viele, viele Kameras, viele, viele Objektive. Und es gibt sogar einen Gebrauchtmarkt, also einen Gebrauchtabteil dort. Liebe Grüße an Martin an der Stelle. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an Fotoköster für die Bereitstellung dieser Kamera.
Selbstverständlich hat die Alpha 9 Mark III natürlich auch alles im Videobereich mit an Bord, was man von den anderen Kameras kennt. Das heißt, die typischen Farbprofile, S-Log 3, S-Cinetone, HLG und so weiter und so fort. Darüber hinaus lassen sich dann natürlich auch noch die eigenen LUTs installieren. So kann man sich dann sofort das richtige Farbbild auf dem Display anzeigen lassen. Und haben natürlich auch alle neueren Kameras von Sony, finde ich aber richtig gut, dass das hier auch bei der Alpha 9 Mark III Einzug gehalten hat. Die zu Beginn angesprochene Bildstabilisierung kann sogar hier auf eine aktive, dynamische Bildstabilisierung umgeschaltet werden. Ich habe hier auf meinem Fenster rausgefilmt, einmal hier die Stabilisierung ausgeschaltet und da seht ihr schon, das Bild wackelt ganz schön. Ich habe mich zwar hier bemüht, ich habe hier aktuell das 85er drauf, aber ihr seht einfach, ja, das Bild wackelt. Schalte ich jetzt mal hier durch die einzelnen verschiedenen Stabilisierungsmodi, sieht man relativ schnell, das Bild wird ja immer stabilisierter. Spätestens ganz zum Schluss bei dieser dynamischen, aktiven Stabilisierung wird zwar auch ordentlich ins Bild gecroppt, aber dann, und das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ich habe hier sogar bewusst die Kamera leicht bewegt, also so versucht leicht daran rumzurütteln, aber ja, diese Rüttler sieht man hier im Bild überhaupt nicht. Also hier kann man schon fast auf einen Gimbal verzichten. Ein weiteres Plus, was die Alpha 9 auch von bereits anderen Kameras geerbt hat, ist diese automatische Rahmung. Das sorgt dafür, dass gerade Leute, die wie ich zum Beispiel alleine vor der Kamera stehen, so ein bisschen unterstützt werden. Man bekommt nämlich hier, ich sag mal, einen Teil des Sensors abgebildet. Dieser wird mir mit einem Rahmen symbolisiert. Ich habe das versucht, hier mal einmal einzufangen für euch. Und wenn ich mich jetzt hier von links nach rechts bewege, wird dieser kleinere Bildausschnitt auf der Sensorfläche bewegt. Das gibt hinter dem Betrachter das Gefühl, als würde sich die Kamera bewegen, beziehungsweise als gäbe es hier einen Kameramann oder eine Kamerafrau, die dann halt für mich die Kamera nach links oder nach rechts bewegt, was aber in Wirklichkeit ja gar nicht der Fall war. Eine wirklich coole Funktion, wie ich finde, um das Bild, den Bildaufbau einfach ein bisschen dynamischer zu gestalten. Finde ich richtig cool. Ach übrigens, auch sehr cool. Hatte ich schon das Display erwähnt? Dieses lässt sich nämlich ebenfalls wie das Display der Alpha 7 R5 in sämtliche Richtungen schwenken, klappen, drehen und so einbauen, wie man es haben möchte. Und dieses Display löst mit 2,1 Millionen Bildpunkten auf. Der Sucher dahingehend ist allerdings mit 9,44 Millionen Bildpunkten schon, ich sag mal, von einem optischen Sucher nicht mehr zu entscheiden. Das Schöne für Brillenträger, wie ich es ja nun mal bin, ich kann das Sucherfenster verkleinert darstellen. Das sorgt dafür, dass ich als, wie gesagt, Brillenträger dann auch das komplette Sucherfenster erkennen kann. Eine weitere Sache, die ich wirklich cool finde, Thema Sucher. Ich kann die Bildwiederholrate hier auf bis zu 240 FPS erhöhen. Wenn ich dann da durchgucke, dann wage ich mal ganz stumpf zu behaupten, dass man nicht mehr wirklich erkennen kann, ob das jetzt ein digitaler Sucher oder ein optischer Sucher ist. Geht zwar ein bisschen auf die Batterie, aber ist geil. Ist richtig cool. Der eigentliche Clou bei der Alpha 9 Mark III und dementsprechend auch komplett neu ist ein weiterer kleiner Knopf. Und dieser lässt sich natürlich im Menü frei mit irgendwelchen Funktionen belegen, ist allerdings von Werk aus mit dieser sehr, sehr hohen Serienbildgeschwindigkeit belegt. Ich habe ja oben links auf der Schulter dieses kleine Wahlrad. Und hier sind ja schon Serienbildsituationen vorgegeben. Ich habe hier zum Beispiel L, ich habe hier M, ich habe hier H, ich habe hier H+. Diese kann ich mir sogar noch separat so abspeichern, wie ich sie haben will. Allerdings macht es natürlich auch keinen Sinn, durchgehend immer mit 120 Bildern pro Sekunde zu fotografieren, denn dann habe ich mir rucki-zucki, sagt man das noch? Ich weiß es nicht, die Speicherkarte vollgeballert. Damit ich das allerdings nicht habe, kann ich Folgendes machen. Ich kann zum Beispiel in den Serienbildmodus wechseln, sagen, ich möchte gerne tendenziell so 30 Bilder pro Sekunde haben vielleicht oder so und dann einfach währenddessen ich mit meinen 30 Frames pro Sekunde schieße, einfach mit dem Finger hier oben drauf. Und dann schaltet der automatisch um von 30 auf 120. Und wie sich das anhört, das kann ich euch mal ganz kurz hier bei der Alpha 9 Mark III zeigen. Ich habe das jetzt hier irgendwo eingestellt, ich weiß gerade gar nicht, was für eine Geschwindigkeit das ist. Mache ich hier normale Fotos, hört sich das dann so an. Also Serienbildgeschwindigkeit. Drücke ich jetzt aber währenddessen hier auf diesen C5-Button, hört es sich so an. Also finde ich halt wirklich praktisch, hat, soweit ihr das weiß, auch keine andere Kamera am Markt. Diese ganzen Datenmengen müssen natürlich irgendwie irgendwo hingeschrieben werden. Und auch hier bietet die Alpha 9 Mark III keinerlei Einschränkungen. Ich habe zwei Kartensteckplätze, die jeweils entweder zwei SD-Karten oder zwei CF-Karten vertragen. Die Alpha 9 Mark III ist natürlich eine Kamera, die aufgrund ihres Preises alleine schon extrem hochwertig verarbeitet ist. So haben wir hier ein komplettes Magnesiumgehäuse, was natürlich an allen wichtigen Stellen irgendwie gegen Spritzwasser und gegen Staub abgedichtet ist. Anders als bei meiner Alpha 7 IV, die mich jetzt gerade filmt, ist das Griffstück hier irgendwie... Das fühlt sich irgendwie anders an. Das ist so eine Art
Das ist irgendwie dieses, wenn das ein Gummi ist, ich weiß es nicht, diese Gummierung hier ist anders, das fühlt sich 1000-mal besser an. Und was sich darüber hinaus auch viel besser anfühlt, ist nämlich der Griff. Denn den hat Sony ebenfalls überarbeitet. Ich versuche das mal irgendwie einzufangen. Schaut mal bitte hier oben. Das Griffstück an sich, an der Stelle, hat so eine leichte Rundung, so eine Wölbung. Das hat die Alpha 7 IV und auch alle anderen 7er Modelle zum Beispiel, hat das nicht. Wenn ich aber meine Hand so nehme, dann habe ich doch hier auch eine Wölbung. Also ist es nicht gerade. Und das alleine sorgt schon dafür, dass diese Kamera, die Alpha 9 Mark III, einfach besser in der Hand liegt. Darüber hinaus hat Sony hier oben den Auslöser, kann man das sehen, der ist so ein bisschen weiter nach vorne gekippt. Auch hier, das fühlt sich ein bisschen besser an. Mir kommt so ein bisschen der Auslöser, sage ich mal, entgegen. Bei den anderen Sony-Modells ist der ja fast waagerecht. Also auch das hat Sony hier wirklich gut umgesetzt. Und ich bin ganz ehrlich, das hier wünsche ich mir bei allen anderen Kameras von Sony jetzt ab sofort auch. Und was natürlich bei einer solchen Kamera ebenfalls nicht fehlen darf, sind die Anschlussmöglichkeiten. Auf der linken Seite habe ich hier eine ganze Menge Klappen und eine ganze Menge Anschlüsse. Also, ja, was soll ich sagen? Das ist echt eine geile Kamera. Die fühlt sich gut an, sie sieht gut aus. Batterieleistung übrigens auch sehr, sehr gut. Wirklich, das funktioniert wirklich gut, das Ding. Mir gefallen halt diese Knöpfe, weil ich kann ganz, ganz schnell irgendwie alles einstellen, so wie ich das haben will, ohne dass ich jedes Mal ins Menü gehen muss. Ich habe darüber hinaus 1000 Knöpfe, die ich mir irgendwie programmieren kann. Eine wirklich, wirklich geile Kamera. Solltet ihr zu diesem Kamerasystem noch Fragen haben, dann dürft ihr mir die natürlich unten in der Kommentarfunktion stellen. Solltet ihr zukünftig keine weiteren Videos mehr rund um die Themen Fotografie und Videografie verpassen wollen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Solltet ihr Interesse haben an dem eigentlichen Video, was ich zum Event-Zeitpunkt aufgenommen habe, dann schaut auch gerne mal auf dem Fotokoster-Kanal vorbei, denn da ist das Video online. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. In der Regel donnerstags, 16 Uhr. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.